Hallo Leute, ihr seht's, meine Haare sind glatt und ihr habt es wahrscheinlich auch schon in der Überschrift gelesen. Ich habe mir ein neues Glätteisen gekauft, endlich. Ich konnte meine Mutter überreden und ja, ich bin jetzt sehr froh. Und zwar ist es von Brau der Satin Hair 7 in, warte, Moment. Und zwar ist die Nummer, ich bin so still, meine Freundin ist dort und ihr werdet sie gleich auch nochmal sehen. In der Nummer ES13, also das dritte Modell. Und ich habe mir das letztens bei Amazon bestellt. Es war von 86 oder so auf 43 Euro runtergesetzt. Also es ist schon ein bisschen teurer. Aber ich habe mir das auch zusammen mit meiner Mutter gekauft, weil sie halt auch ein neues brauchte. Und zwar sieht es so aus. Also ein ganz schickes Modell. Und ich finde, also ich bin echt begeistert davon. Ich finde es echt cool. Moment, ich stecke es mal kurz in die Dingsda-Bumster. So. Also, hier kann man es anmachen. Hier ist der On-Knopf, da muss man so länger drauf drücken. Und dann wird es so rot und es knistert so, falls ihr das hören könnt. Das kommt von diesen grünen Teilen da. Das hat nämlich irgendwie so eine Ionentechnologie und da schießen dann so Ionen raus, die das Haar irgendwie schützen sollen und auch noch vor fliegenden Haaren, also dass da nicht die Haare also abstehen und elektrisch geladen sind. Und deswegen kommt auch davon dann das Knistern. Und solange es rot blinkt, heißt es, dass ich es noch nicht benutzen kann. Also es braucht einen Moment, bis es dann startklar ist. Und ihr seht, es dauert schon ein paar Sekunden. Und zwar, ich erkläre es, jetzt ist es grün. Und zwar, guckt, da kann man, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt oder ob es zu sehr blendet. Auf jeden Fall kann man da die Stufen so einstellen. Es gibt von dünn bis zu dicken Haar, also dünn, dick, dünn, normal und dick. Und man kann jeweils nochmal drei Stufen da außen. Also es gibt sozusagen 9 Stufen, in welcher Hitze man das haben kann. Ich habe es jetzt gerade auf der dicken Stufe und davon dann die erste. Also ich finde das eigentlich ganz praktisch, weil ich werde gleich auf meine Freundin damit Locken machen und sie hat halt etwas dünneres Haar und dann ist es praktischer, wenn man es dann noch umstellen kann. Und ja, dann hat es hier noch so einen Boost-Knopf. Den kann man betätigen, wenn irgendwie eine Strähne sehr kompliziert ist, also wenn sie sich nicht glätten lässt und dann wird das Glätteisen für ein paar Sekunden sehr, sehr heiß und das finde ich auch sehr praktisch. Ich habe ihn noch nicht benutzt, aber praktisch. Okay, und hier ist auch noch so ein, wie heißt das nochmal? Moment. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier steht. Auf jeden Fall hat das so ein Drehdingen, seht ihr es? Also wenn das Kabel irgendwie falsch liegt, dann muss man nicht gleich das ganze Glätteisen umdrehen, sondern das Kabel dreht sich dann von alleine gleich da drum. Das finde ich auch sehr praktisch. Was kann ich denn? Also, auf jeden Fall hat das Glätteisen so eine Color Saver Technologie. Also es soll das Haar, wenn es halt gefärbt ist, vor, wie heißt es nochmal? Achso, Farbverlust schützen. Meine Haare sind jetzt nicht gefärbt, sondern die von meiner Mutter. Also es nützt das eher meiner Mutter etwas. Aber für die halt ihre Haare färben, ist halt sehr praktisch, weil das irgendwie 70% weniger Farbverlust dann hat. Und joa, dann ist da, steht ja noch, dass es den Feuchtigkeitsverlust bis zu 50% weniger, weniger Feuchtigkeitsverlust wie bei anderen Glätteisen. Habe ich jetzt noch nicht so, ich habe es erst ein, zwei Mal benutzt, aber ich bin eigentlich schon sehr begeistert von diesem Glätteisen. Und ich habe mir auch sehr viele Bewertungen dazu durchgelesen. Ich mache es lieber mal aus. Hier lange Drosselung und dann leuchtet das so rot und man muss warten, bis es abkühlt. Also ich habe mir sehr viele Bewertungen dazu durchgelesen und da haben eigentlich alle was Positives geschrieben und ich habe nichts Negatives bis jetzt gefunden. Und die meinen auch alle, dass das Glätteisen kaum ihre Haare beschädigt hat. Und ja, ich bin eigentlich bis jetzt sehr begeistert von diesem Glätteisen. Ich kann es Ihnen ans Herz legen, wer längere Zeit nach, also wer sich ein Glätteisen kaufen wollte und jetzt, was soll ich jetzt sagen? Also, wer sich ein Glätteisen kaufen wollte, dem würde ich das ans Herz legen. Finde ich echt empfehlenswert, obwohl ich es erst ein paar Mal benutze, aber ich finde es echt toll. Und ich finde 43 Euro ist schon ein bisschen teurer, aber ich finde es eigentlich okay. Und ich habe mir halt damit vorhin die Haare glättet. Die sind jetzt nicht so mega glatt, aber ich wollte es auch gar nicht so glatt haben. Moment, ich zeige euch mal. Oh Gott, die sind jetzt so hammerlang. Seht ihr es? Das ist so gewöhnungsbedürftig, weil meine Haare sind ja lang. Aber wenn die lockig sind, dann wirken die gar nicht so lang. Und jetzt sind sie echt krass lang.
Und ich habe davor noch das Hitzeschutz-Spray, das habe ich mir neu gekauft. Da sind keine Silikone drin von Got2Be. Und damit kann man bis zu 220 Grad das betätigen, das Glätteisen. Und ja, aber das muss man sich vor dem Föhn reintun. Deswegen, also ich weiß nicht, ob man es jetzt sich auch auf trockenen Haar reintun kann, aber hier steht auf handtuchtrockenem Haar. Also habe ich es jetzt erstmal vor dem Föhn da drauf getan und dann halt mir danach, als die Haare trocken waren, die Haare geglättet. Und ja, das wollte ich eigentlich in diesem Video nur sagen. Wir gehen jetzt gleich auf einen Geburtstag von einer Freundin und ja, dafür machen wir uns jetzt halt fertig, beziehungsweise ich bin schon fertig und sie macht sich jetzt noch fertig. Und es wird gleich noch ein weiteres Video folgen, wo ich euch das Make-up und das Outfit nochmal zeige. Und das sollte es jetzt erstmal sein. Das Glätteisen wollte ich euch zeigen und empfehlen. Ihr seht, es leuchtet immer noch rot, es muss immer noch abkühlen. Aber ich finde es trotzdem sehr gut und ich freue mich endlich ein neues Glätteisen zu haben, weil ihr wisst ja, dass mein anderes sehr schrottig war. Und ja, wir sehen uns dann. Tschüss!